Herzlich willkommen, ihr lieben Stiere. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den Monat Januar 2022. Willkommen zurück bei Kings and Queens Tarot. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Start in das neue Jahr und ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. An dieser Stelle wie immer ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal hier unterstützen, sei es durch die Abos oder die Likes der Videos, die wunderbaren Kommentare, die ihr mir hier hinterlasst und auch natürlich ganz herzlichen Dank für die wunderbaren Botschaften, die mich per E-Mail und per Post erreichen und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die den Kanal mit ihren Spenden unterstützen. Und ich möchte natürlich auch alle Menschen begrüßen, die zum allerersten Mal hier mit dabei sind bei Kings and Queens Tarot. Und wie schon erwähnt, ist es also eine allgemeine intuitive Legung, die ich hier für euch mache. Und es kann natürlich auch für den einen oder anderen bedeuten, dass die Karten hier nicht so richtig mit euch schwingen. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass ihr noch gerne mehr Informationen hättet oder also nach passenderen Informationen sucht, seid ihr ganz herzlich eingeladen, euch eines der anderen Videos anzuschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder eben auch zu eurer Venus. Und dann findet ihr dort ja die für euch passenden Botschaften oder eben auch ergänzende Informationen. Wer ganz konkrete Fragen hat, kann natürlich auch sehr gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da ist wie immer der Link zu meiner Webseite zu finden und da könnt ihr mich sehr gerne dann auch direkt kontaktieren. Ja, die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich berufliche Themen und auch Beziehungsthemen. Und Beziehungen können hier über romantische Beziehungen hinausgehen. Ja, also hier können familiäre Verbindungen zum Beispiel angezeigt werden oder auch freundschaftliche Themen. Manchmal sind die Legungen auch sehr spirituell. Das kommt immer so ein bisschen drauf an oder sehe ich dann auch erst im Laufe der Legung. Und zum Abschluss noch, Königinnen und Könige sind hier geschlechterunabhängig und können entweder andere Personen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht besonders zu tun habt, aber durchaus auch eure eigenen Energien widerspiegeln. Und zwar geben die Könige so ein bisschen die äußere Handlungsebene wieder, also wie ich mich im Außen verhalte. Und die Königinnen, die beziehen sich dann mehr auf die Innenschau, also wie ich innerlich umgehe mit einem Thema, mit einer Situation. Okay, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen und die Karten liegen also auch auf dem Tisch und damit kann es dann auch schon losgehen. Wie immer beginne ich also mit der Themenkarte oder mit der ersten Karte, die ich also als Themenkarte lese. Sprich, die gibt so ein bisschen die Grundenergie des kommenden Monats wieder. Und hier hat sich die Gerechtigkeit gezeigt. Ich bin gerade am Überlegen, ob nicht bei noch einem anderen Sternzeichen auch die Gerechtigkeit die Themenkarte war. Wie auch immer, die Gerechtigkeit ist also eine vage Karte, zählt zu den großen Entscheidungskarten, hat auch oft mit Beziehungsthemen zu tun. Entweder in einer Zweierbeziehung können auch in Gruppen, ja, Beziehungen in Gruppen darstellen oder auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene. Ja, das sind so die Hauptthemen der Gerechtigkeit. Wenn diese Karte sich zeigt, ist es oft ein Hinweis darauf, dass im Vorfeld man in einer Situation war, die ja irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, ja, und man jetzt also die Möglichkeit hat, neue Entscheidungen zu treffen. Manchmal geht es hier auch um Aussprachen, um also eine neue Balance hier auch geltend zu machen oder ja möglich zu machen. Ja, ja, ich denke, ich lege einfach mal Klärungskarten dazu. Vielleicht noch für den einen oder anderen, manchmal steht die Gerechtigkeit auch für übergeordnete Institutionen. Das könnten zum Beispiel Banken sein, das könnten Gerichte sein, das können Universitäten, Schulen sein, alles, was in diese Richtung geht. Aber wie gesagt, ich lege jetzt erstmal Klärungskarten noch dazu. Ja, okay. Ja, zwei der Münzen und der Ritter der Kelche. Also ich denke, für die allermeisten geht es hier dann doch möglicherweise um das Thema Liebe.
Und ich möchte ja auch nicht ausschließen, dass es hier um eine Wiederbegegnung geht. Für den einen oder anderen, ja, mit dieser Zwei der Münzen, die ja auch eine Entscheidungskarte ist, allerdings auch noch eine Besonderheit hat, denn die kann anzeigen, dass hier eine Person wieder entweder mehr von Bedeutung wird oder auch wieder auf der Bildfläche sich sozusagen zeigt, mit der früher schon mal eine enge Verbindung oder auch eine besondere Verbindung bestanden hatte. Und dann haben wir hier noch diesen wunderbaren Ritter der Kelche mit dazu, der also für ein Liebesangebot steht oder generell für emotionale Angebote, kann auch zu tun haben mit Entschuldigungen zum Beispiel. Ja, ich hatte das Thema Aussprache ja schon angesprochen. Ich möchte nicht sagen, dass es nur ausschließlich hier um Beziehungsthemen geht. Also hier könnten auch berufliche Themen eine Rolle spielen, ja, dass hier eine Entscheidung vielleicht getroffen wird im beruflichen Umfeld, bei denen entweder alte Arbeitsplätze oder alte Fähigkeiten, Talente eine neue Rolle spielen könnten. Ja, da geht es dann auch bei dem Ritter der Kelche eher darum, dem eigenen Herzen folgen zu können oder auch, ja, dass sich hier eine neue Gelegenheit vielleicht ergibt, eine Tätigkeit auszuführen, die früher schon einfach mal von Bedeutung war. Aber ich denke, ich werde das hier auf dem Beziehungsthema, hauptsächlich auf das Beziehungsthema lesen, weil ich denke, dass das im Vordergrund steht und ich auch versuche, die Videos nicht so lange zu machen. Ja, die nächste Karte, also die 7 der Stäbe. Ja, das ist eine Karte, die kann manchmal so ein bisschen mit Widerstand zu tun haben. Ja, und gerade weil hier mit der 2 der Münzen also der Hinweis ist, dass es sich hier um jemanden oder auch eine Situation handelt, die in irgendeiner Form zuvor schon mal eine Rolle gespielt hat, könnte also diese 7 der Stäbe darauf hinweisen, dass ja früher hier vielleicht so ein bisschen eine Abwehr war, sich wirklich auf Partnerschaft einzulassen oder ja sich durchzuringen, in eine Partnerschaft zu finden. Allerdings auf der hohen Schwingungsebene hat diese Karte auch damit zu tun, ja, dass man den Mut findet, sich auf was Neues einzulassen. Könnte hier also in beide Richtungen ein bisschen wirken. Ich schaue mal kurz über den Rest der Legung, weil manchmal kann diese Karte auch mit Dreiecksbeziehungen zu tun haben, dass ja von außen jemand in eine bestehende Beziehung involviert ist. Auch das könnte natürlich hier für einige der Fall sein. Also wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, auch die Gerechtigkeit kann ja feste Partnerschaften anzeigen, Ehe und eheähnliche Situationen und hier überraschend jemand auftaucht, mit dem ihr auf der emotionalen Ebene noch sehr verbunden seid. Auch das könnte also eine Energie sein, die wir hier in der 7 der Stäbe wiedersehen. Die Konstellationen können natürlich auch immer unterschiedlich sein, ja. Also ihr seid hier vielleicht auf jeweils unterschiedlichen Positionen. Entweder seid ihr in einer festen Partnerschaft oder ihr findet wieder zu jemandem, der aber gerade gebunden ist. Das, wie gesagt, müsst ihr dann vielleicht auch so ein bisschen für euch persönlich übersetzen, wo ihr in den Konstellationen dann steht. Ja, okay, die Kraftkarte, Löwekarte, das Rad des Schicksals und der Ritter der Schwerter. Ja, also ich denke, hier ist ein neuer Mut, ein Mut, der vielleicht zuvor gefehlt hat. Ja, die Kraftkarte hat ja also auch tatsächlich mit Kraft, mit Energie zu tun, kann damit zu tun haben, also Ängste und Zweifel zu überwinden und wird hier also noch verstärkt von diesem Rad des Schicksals. Ja, tiefgreifende Veränderungen können angezeigt sein mit dem Rad des Schicksals, allerdings auch Veränderungen, ja, wo man schon auch bereit ist, sich darauf einzulassen. Und das Rad des Schicksals steht auch manchmal für eine zweite Chance oder eine wiederholte Chance. Also für einige geht es ja tatsächlich auch um Personen, die nicht ganz neu sind. Das kann natürlich auch für einige sein, dass hier Personen auftauchen, mit denen ihr zuvor noch keinen Kontakt hattet. Jedenfalls wahrscheinlich nicht in dieser Lebensphase. Ja, aber für einige ist ja auf jeden Fall eine zweite oder also erneute Chance angezeigt.
Das kann auch relativ überraschend kommen, relativ zügig kommen mit diesem Ritter der Schwerter. Hier können überraschende Botschaften eintreffen, ja, ein Telefon oder eine Nachricht auf dem elektronischen Weg oder per Post oder wie auch immer. Der kann auch stehen für Klärung, ja, dass vielleicht alte Differenzen geklärt werden oder was immer früher vielleicht dazu geführt hat, dass man diesen Schritt nach vorne nicht gewagt hat. Auch da könnten zum Beispiel Gespräche stattfinden. Und der könnte allerdings, manchmal hat er auch so ein bisschen einen Fluchtcharakter, dieser Ritter, ja, könnte also anzeigen, dass zu einem früheren Zeitpunkt sich vielleicht jemand dem Ganzen entzogen hat, aber jetzt hier also eine neue Chance im Raum steht. Wir haben hier einiges an Luftenergie, vor allem Zwillingsenergie. König der Schwerter ist generell Luftenergie. Wir haben die Waagekarte und hier haben wir die Wassermannkarte. Also hier ist sehr, sehr viel Luft. Vielleicht habt ihr also mit einem Luftzeichen auch zu tun. Jedenfalls haben wir hier als nächste Karte mal den Magier. Und der Magier hat ganz viel zu tun mit dem freien Willen, freie Entscheidung also auch zu treffen. Und auch könnte der hier so ein bisschen anzeigen, dass eine neue Bereitschaft hier vorhanden ist, sich auf was einzulassen. Ja, da wo die Bereitschaft früher vielleicht also dazu gefehlt hat. Ja, hier ist möglicherweise ein Reifeprozess gewesen, der jetzt ja die neue Voraussetzungen vielleicht auch schaffen kann. Ja. Also dieses sich einlassen, das ist was, was hier irgendwie so ein bisschen in der Energie vorhanden ist. Und sich einlassen wollen. Ja, und ich denke, das könnte was sein, was zuvor in der Form nicht so stattgefunden hat. Ja, okay, noch eine Zwillingskarte, die Liebenden, der Gehängte und die Sechs der Schwerter, ja, also ja, ich denke, hier ist, also ich denke, hauptsächlich dreht es sich hier um konkrete Personen, mit denen ihr es zu tun habt. Und ich würde auch mal sagen, bei den allermeisten Fällen ist es keine neue Person, sondern es ist eine Person, die ihr kennt, mit der ihr früher also schon mal in Verbindung gestanden habt. Aber wir sehen hier den Gehängten, eine Blockadekarte, oft Blockade aus äußeren Umständen heraus. Ja, also hier wurden vielleicht andere Entscheidungen getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Irgendwas hat dazu geführt, dass das hier nicht gelebt werden konnte. Aber wir sehen also mit der Sechs der Schwerter hier eine Veränderung. Ja. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Ranreifungsprozesse können hier stattgefunden haben oder generell Entwicklungsprozesse. Allerdings dadurch, dass ich hier jetzt zweimal diese Schwertkarten gezeigt habe, Ritter der Schwerter und die Sechs der Schwerter, gehe ich fast davon aus, dass hier ja, eine neue Haltung verantwortlich ist dafür, dass man sich hier jetzt wieder annähern kann. Ja. Also König der Schwerter könnte genau diese Person repräsentieren, kann hier auch anzeigen, dass klärende Gespräche möglicherweise stattfinden, generell vielleicht Gespräche und Kommunikation stattfindet. Ja. Ganz interessant. Der Ritter der Stäbe und die Königin der Münzen. Diese Kartenkombination ist bei den Widdern aufgetaucht. Und bei den Widdern ging es um eine Dreiecksverbindung. Ja, also solltet ihr mit einem Widderzeichen zu tun haben, lohnt es sich vielleicht, sich diese Legung auch anzuschauen. Ja, der Ritter der Stäbe ist eben eher der Liebhaber, die Liebhaberin. Es ist eher was Unverbindliches, geht also eher in Richtung Affären, Liebeleien, ja, spontane Aktionen. Und diese Energie steht der Königin der Münzen diametral gegenüber. Ja, die Königin der Münzen ist das Bewahrende. Steht hier also auch eher für feste Partnerschaften.
Ja, also mir scheint dieses Thema der Dreiecksverbindungen, aktiv oder eben auch nicht aktiv, könnte ja bei euch durchaus auch eine Rolle spielen. Und da haben wir dann also auch schon die Gerichtskarte, ja, der innere Weckruf, die Stimme des Herzens, die Seele, die sich über das Herz bemerkbar machen möchte. Und ich kann hier eigentlich nur den Rat geben, sich auf diese Herzstimme auch einzulassen. Sprich, das Ganze auch nicht so rein nur aus der analytischen Verstandesebene zu betrachten, sondern sich hier wirklich, wie gesagt, auf die Herzebene, auf die Intuition auch einzulassen. Denn ich habe es hier schon angesprochen, mir scheint ja, hat in der Zwischenzeit was stattgefunden, ein Reifeprozess stattgefunden. Also selbst wenn ihr mit dieser Person im Vorfeld mal negative Erfahrungen gemacht habt oder enttäuschende Erfahrungen gemacht habt, könnte es durchaus sein, dass diese Person sich verändert und weiterentwickelt hat und heute vielleicht ja, auf einem anderen Standpunkt steht, in einer anderen Bereitschaft steht, als das in einem früheren Zeitpunkt mal der Fall war. Ja, ach, der Kelche und die Königin der Stäbe. Ja, ich denke, hier ist jemand, der eine sehr, sehr große Anziehungskraft hat. Ja, und wenn sich diese Person nochmal zeigt in eurem Leben, könnte die deutlich machen, dass selbst wenn ihr im Moment in einer Partnerschaft seid, diese Partnerschaft zwar vielleicht ganz harmonisch verläuft, ja, aber trotzdem hier was ganz Essentielles fehlt. Und das ist vermutlich genau das, was diese Person hier also mit sich bringt. Und also es könnte durchaus sein, dass ihr damals zwar früher mit abgeschlossen habt und gesagt habt, ja, ich vergesse das und lege diese Geschichte ad acta, aber mir scheint, das taucht hier nochmal auf und das berührt euch. Es könnte sein, dass ihr so ganz spontan erstmal so sagt, so nein, dieses Fass will ich gar nicht nochmal aufmachen, aber ich habe den Eindruck, ganz so einfach wird das nicht, weil einfach auf der Gefühlsebene hier zu viel los ist. Und wie gesagt, das würde ich auch nicht zwingend einfach ignorieren. Dann haben wir auch noch diese 10 der Kelche in der zentralen Position. Ja. Ja, also auch das eine Karte, die zeigt, dass die Gefühle hier nicht zwingend dem Verstand folgen. Ja. Die haben hier so ein bisschen ihr Eigenleben, wobei diese Karte Mars in den Fischen ist, ja. Also da kann schon auch mal so ein innerer Konflikt so ein bisschen eine Rolle spielen. Allerdings, wie gesagt, kommt dieser innere Konflikt dann eher aus dem Verstand, nicht aus der Gefühlsebene, weil auf der Gefühlsebene ist das hier eine Karte, die ganz viel mit Glück und Harmonie und Glückseligkeit zu tun hat, ja. Erfülltheit auch im partnerschaftlichen Bereich. Zumindest auf der energetischen Ebene. Ja, also 8 der Schwerter, der Verstand und das Herz sind hier nicht in einer Ebene, aber hier ist eine extrem intensive Anziehungskraft, ja, zwischen dir und dieser neu sich zeigenden Person. Und ich würde mal sagen, ja, das kann so ein bisschen überwältigend sein, ja, weil ihr wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt mal euch gesagt habt, ich lasse mich nie wieder darauf ein und das ist ein für alle Mal abgeschlossen. Und jetzt, ja, jetzt könnte das Ganze trotzdem so ein bisschen in neues Licht rücken. Weil einfach diese Person nicht irgendeine Person ist, sondern ich denke, hier besteht eine ganz, ganz besondere
Bindung zwischen dir und dieser Person und ganz besondere Energie, die sich eben nicht einfach ausblenden lässt, Entschuldigung, und ihr auch hier ja, ein bisschen überfordert seid, wie ihr damit umgehen sollt, weil der Kopf das eine sagt und das Herz das andere. Ja, der Stern zeigt sich dann also auch noch mit dazu. Auch der kann mit besonderen Verbindungen zu tun haben. Es ist außerdem auch noch eine Karte, die mit Wunscherfüllung zu tun hat. Auch mit dem Thema Heilung, Herz- und Seelenheilung. Ja, mir scheint, hier kündigt sich was, eine ganz besondere Entwicklung an in diesem Monat. Vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ihr sowieso nicht gebunden seid, aber wenn ihr gebunden seid, wird das trotzdem vielleicht ein bisschen herausfordernd. Also vielleicht auch noch, weil sich das hier jetzt so intensiv zeigt, ja. Die Waagekarte, die Karte Gerechtigkeit gehört also auch zu den Karma-Karten. Auch hier nochmal ein Hinweis, da ist noch irgendwas nicht so abgeschlossen, wie vielleicht gehofft oder gedacht. Und ja, das kommt jetzt einfach nochmal auf den Tisch, um nochmal angeschaut zu werden mit der Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Königin der Schwerter, der Eremit, die zwei der Schwerter. Ja, ich würde mal sagen, diese Königin der Schwerter ist die spontane Idee, sofort also den Stecker wieder zu ziehen. Aber ganz so einfach wird das nicht sein. Wie gesagt, also hier ist so ein bisschen Karma-Energie auch mit dabei. Hier mit der 2 der Schwerter sehen wir das, was also sich hier auch in der zentralen Position schon gezeigt hat. Ja, Herz und Verstand sind sich hier nicht einig. Ja, hier ist Zweifel, hier ist Unsicherheit, hier ist eine Blockade und ich denke, die Lösung liegt hier im Eremit, ja, sich Zeit nehmen, ja, also entscheidet euch nicht zu hastig, nicht zu überhastet, nicht zu spontan, aus einer puren Reaktion heraus, ja, sondern reflektiert nochmal ganz genau darüber, was ihr wirklich wollt, was möglich ist für euch, was wahrhaftig ist vor allem für euch. Ja, wahrhaftig. Und ich spreche hier nicht von dieser Verstandeswahrhaftigkeit, ja, sondern, ja, womit kann ich das vergleichen? Es ist wirklich eine innere Überzeugung letztendlich. Ein Gefühl dessen, was richtig ist und was eben nicht richtig ist, was für euch wahrhaftig ist, was für euch nicht wahrhaftig ist. Ja, und der Eremit könnte auch noch darauf hinweisen, ja, dass hier was in den Bereich des Möglichen kommt, in den Bereich der Erfüllung kommt, wonach ihr euch vielleicht gesehnt habt, vielleicht heimlich gesehnt habt, vielleicht so heimlich gesehnt habt, dass ihr euch das selbst gar nicht so wirklich eingestehen wolltet, ja. Aber hier kommt eine neue Konfrontation mit diesem Wunsch. Ja. Ich würde mir hier auf jeden Fall mal Zeit lassen und nicht zu schnell in die eine oder andere Richtung entscheiden, sondern ja, das Ganze wirklich genau betrachten und beobachten. Ja, dann Hochenergiekarte, 8 der Stäbe. Ja, auch die kann oft mit Nachrichten zu tun haben, überraschende Nachrichten. Oder dass jemand plötzlich vor der Tür steht und ähnliches. Ja, und ich denke, insgesamt kommt hier einiges in Bewegung in eurem Leben. Überraschend in Bewegung. Wir kommen hier jetzt auch, oder sind jetzt im Jahr 2022 in einem Jahr, das stark von Jupiter-Energie bestimmt wird. Der ist sowieso ganz gerne, oder ist bekannt für seine Überraschungsenergie. Ja.
Also und damit sollten wir sowieso rechnen in diesem Jahr, dass sich hier ganz unvermutet die Dinge verändern, sich Türen aufmachen, wo man gar keine gesehen hat und ähnliches. Vermutlich nicht nur im Themenbereich Liebe und Beziehung, aber mir scheint auch hier findet das statt. Ja, okay. Konfliktkarte zweimal. Die 7 der Münzen und nochmal auch die 10 der Kelche. Ja, also diese Konfliktkarte hier, die kann sich auf die Vergangenheit beziehen. Ja, dass hier was möglicherweise im Streit, im Konflikt auseinandergegangen ist. Allerdings mit dieser 7 der Münzen, ja. War dieser Konflikt mit Sicherheit nicht in der Form gewünscht. Und mir scheint, hier ist so ein bisschen eine Sehnsucht angezeigt, ja, die vielleicht sogar über mehrere Jahre angehalten hat. Ja, eine Hoffnung doch mal, dass irgendwann wieder wenigstens den Konflikt beilegen zu können. Ja, und mir scheint, dieser Zeitpunkt ist gekommen jetzt. Mir scheint, dieser Wunsch ist erhört worden. Ja, was natürlich zu neuen Herausforderungen führen kann. Nichtsdestotrotz haben wir hier erstmal nochmal diese schöne Karte der Harmonie und der Glückseligkeit. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass diese Konfliktkarte 5 der Schwerter auch auf einen inneren Konflikt hinweist. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht jetzt auch gebunden seid mittlerweile in einer anderen Partnerschaft und diese Person unvermittelt wieder vor euch steht und vielleicht sogar so ein bisschen euch den Boden unter den Füßen weghaut, ja, weil die alte Energie einfach sofort wieder da ist, sofort wieder präsent ist, all diese ganzen Geschichten wieder auftauchen und ja, das kann natürlich jetzt zu einem inneren Konflikt führen, was das Richtige ist, wie man sich entscheiden soll. Wird das so sein wie früher? Wird es was anderes sein? Ja. Ja, mir scheint, wow, der Stern nochmal und der Narr. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es nicht so sein wird wie früher. Also obwohl hier vielleicht eine Rückkehr stattfindet für einige, eine Wiederbegegnung stattfindet, scheint sich das Ganze auf einer neuen Ebene abzuspielen. Und ich hatte es hier oben ja schon mal erwähnt. Hier ist wohl ein Reifeprozess in der Zwischenzeit vonstatten gegangen. Und das, was früher vielleicht zu diesem Konflikt beigetragen hat, ist in der Form nicht mehr vorhanden. Ja? Und wir haben hier den dritten Hinweis, ja, dass hier ein Wunsch in Erfüllung geht, dass sich hier eine Sehnsucht erfüllt, dass hier was zusammenfindet, was zusammengehört. Ja, also die 8 der Münzen ist eine der klassischen Zeitqualitätskarten, die auf lange Zeiträume hindeutet. Und wie gesagt, also ich denke, für ganz, ganz viele ist es keine neue Person. Ja. Und auch hier würde ich fast mal sagen, hier, dass diese 8 an der Münzen an der Stelle und in der Kombination hier auf eine neue Chance hinweist, dass jetzt was zu erreichen ist, was vorher nicht erreicht worden ist. Tja. Zwei Zehnerkarten, 10 der Stäbe und die 10 der Münzen. Ja,
Also, ich bin ein bisschen sprachlos, weil so eine Legung habe ich in all der Zeit, die ich Karten lege, noch nicht gesehen. Also hier geht eine Phase zu Ende, eine Zeit zu Ende. Und wie gesagt, für manche sind das Jahre, die vielleicht nicht permanent total belastend waren und anstrengend waren, aber vielleicht immer wieder mal. Frustrierend, enttäuschend, schwierig, ja. Und irgendwas findet hier aber in den Erfolg, ja, die Karte, auch diese 10 der Münzen gehört zu den Karma-Karten, also das fängt hier an mit einer Karma-Karte und endet mit einer Karma-Karte. Und hier findet was in den Erfolg, was vorher aus welchen Gründen auch immer blockiert war, nicht zusammengefunden hat. Aber ich habe es gerade schon gesagt, mir scheint, hier findet was zusammen, was zusammengehört. Selbst wenn hier vielleicht jahrelang Pause dazwischen war, aber ja, also wie gesagt, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich noch sagen soll zu der Legung. Nur noch mal die große Empfehlung und der Hinweis: Lasst euch auf eure tiefere seelische Ebene hier ein, vertraut auf eure Intuition, lasst euch führen von euren, wie soll ich das ausdrücken, ja, Gefühle, von eurer eigenen höheren seelischen Führung, ja. Hier findet was total Spannendes statt und ich denke, hier ist ein Riesenpotenzial drin. Dass sich hier ja was ganz Wunderbares gestaltet. Und mir bleibt dann auch nur noch euch einen fantastischen Monat zu wünschen. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.